Opfer der Mafia wurden. Autobahn, Flughafen, Innenstadt Palermo. Abfahrt Capaci. An dieser Stelle wurde Giovanni Falcone, seine Frau und die drei Männer ihrer Eskorte am 23. Mai 1992 mit einer halben Tonne Dynamit in die Luft gesprengt. Von der Cosa Nostra, wörtlich übersetzt, unsere Sache. Falcone war der Sache zu nahe gekommen, der inneren Struktur der Mafia. Einige Jahre zuvor war noch offiziell bestritten worden, dass es die Mafia überhaupt gibt. Die Trauerfeier für die Opfer von Capaci im Justizpalast von Palermo. Mit Giovanni Falcone hatte Italien gehofft, die Cosa Nostra endgültig besiegen zu können. In den 1970er und 80er Jahren waren Dutzende Untersuchungsrichter, Polizeibeamte und Carabinieri, Journalisten und Politiker umgebracht worden, die das Regime der Cosa Nostra auf Sizilien bekämpften. Nach dem Anschlag von Capaci schien der Kampf verloren zu sein. Danach bezeichneten sich die Untersuchungsrichter von Palermo selbst als wandelnde Leichname. Paolo Borsellino, der engste Kollege und Freund von Falcone, wusste, dass auch er bedroht war. Nur wenige Monate später, am 19. Juli 1992, tötet tatsächlich eine Autobombe ihn und seine Leibwächter mitten in Palermo. 9 Jahre davor war schon der Untersuchungsrichter Rocco Chinnici mit seinen Leibwächtern ebenfalls in Palermo durch eine Autobombe zerfetzt worden. Er hatte seinen jungen Kollegen Borsellino und Falcone neue Methoden der Mafiabekämpfung beigebracht. Wen die Mafia tötet und wie, das ist immer auch als Botschaft zu verstehen. Diese Botschaft lautete: Die Mafia kann und darf nicht entlarvt oder gar zerschlagen werden. Wer sich das anmaßt, wird im wahrsten Sinn des Wortes ausgelöscht. Nichts wird von ihm übrig bleiben, wenn irgendwie möglich, nicht einmal die Erinnerung. Rocco Chinnici kannte Sizilien, seine Geschichte und seine Menschen. Er war der Erste, der die geheimen Geldströme der Mafia untersuchte. Ohne ihn und die Strafverfolger, die er im Justizpalast von Palermo ausgebildet hat, wüssten wir noch heute nichts über die Mafia. Auch seine Tochter Caterina ist Untersuchungsrichterin geworden. Meinem Vater ist klar geworden, dass die Mafia eine ganz bestimmte Strategie verfolgte, dass sie im Laufe der Zeit in die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche vorgedrungen war, in die öffentliche Verwaltung, in die Politik und in staatliche Institutionen. Ihm war aber auch klar geworden, dass die Mafia nicht nur eine Form der organisierten Kriminalität ist, sondern leider auch eine Kultur. La mafia era anche purtroppo una cultura. Er holte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino in seinen Ermittlerstab. Diese beiden Kollegen sind heute nicht nur Vorbilder für uns Richter. Für mich persönlich gehören sie quasi zur Familie. Ich habe sie als Richter, aber auch als Freunde kennengelernt. Wie lebt man mit so schweren Verlusten? Es ist ein immer wiederkehrender Schmerz. Und obwohl schon so viele Jahre vergangen sind, geht er nicht vorüber. Er wird vielleicht intimer, versteckter, aber es bleibt immer ein starker Schmerz. Viele der Anti-Mafia-Untersuchungsrichter stehen nun schon seit über 20, 25 Jahren unter verschärftem Personenschutz. Sie und ihre Familien. Tag und Nacht. Als junge Jurastudenten waren sie noch ahnungslos. Es war für uns damals nicht einfach zu verstehen, was um uns herum in Palermo passierte. Ich spreche hier von den Jahren 1975 bis 1982, 83. Sicher, es gab die Toten. Alles, was man so hörte, das passierte ja tatsächlich. Aber man verstand es nicht. Denn die Mafia war ja geheim. Sie stand hinter uns.
Wir spürten ihren Atem im Nacken, aber wir sahen sie nicht. Giovanni Falcone schaffte es, einen Mafiaboss zum Reden zu bringen. Aber das reichte noch nicht, um mit den Aussagen des Kronzeugen die Geheimorganisation vor Gericht zu bringen. Es gab keine ausreichenden Gesetze, die das Phänomen Mafia strafrechtlich richtig erfassten. Das war ein großer Mangel. Außerdem gab es diese Kungelei mit der Mafia durch einen Teil der Politik. Nicht nur der Politik, auch der Staatsanwaltschaft, der Anwaltschaft, überhaupt aller höheren Berufsgruppen, auf lokaler und in manchen Fällen auch auf nationaler Ebene. Das war ganz offensichtlich der Sumpf, den Falcone gemeint hatte. Ein Sumpf, der alles sehr viel schwieriger und auch sehr viel gefährlicher machte. Der Abgeordnete Pio La Torre wird 1982 ermordet. Er hatte zuvor einen Gesetzentwurf eingebracht, der jegliche Verbindung zur Mafia unter Strafe stellt und nachdem das Vermögen verurteilter Mafiabosse verstaatlicht werden kann. Erst als auch der oberste Polizeichef Alberto Dalla Chiesa und dessen junge Frau ermordet werden, tritt das Gesetz in Kraft. Jetzt können führende Mitglieder der Cosa Nostra verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Ihre Organisation und ihre schwer bewaffnete Geheimarmee geraten ins Visier der Fahnder. Auf dem Areal des Gefängnisses von Palermo wird ein Gerichtsgebäude errichtet, das selbst Raketenangriffen standhalten soll. Hier beginnt vor den Augen der Welt mit extremen Sicherheitsmaßnahmen am 10. Februar 1986 der sogenannte Maxi-Prozess gegen die Cosa Nostra. Über 400 Bosse und Gefolgsleute der Cosa Nostra wurden von Falcone und Borsellino angeklagt. Einflussreiche Unternehmer, Staatsbeamte, Bankvorstände und Kommunalpolitiker. Neben Kellnern oder Automechanikern, die in Wahrheit Profikiller waren. Alle Versuche, diesen Prozess zu sabotieren, scheitern. Das Gericht lässt sich nicht einschüchtern, was nicht selbstverständlich war. Zeugen wurden von der Mafia oft so massiv eingeschüchtert, dass sie vor Gericht ihre vorherigen Aussagen komplett widerriefen. Denn die Cosa Nostra hatte seit über 100 Jahren ein geheimes Privileg. L'impunità. Straffreiheit. Es verbreitete sich auch wie eine Art Virus die Meinung, der Prozess sei in Wahrheit nutzlos. Mehr noch, er schade den Sizilianern, dem Image der Sizilianer in der Welt. So versuchte man, den Prozess zu stoppen. Ich glaube, dass ich nicht der Einzige war, der die Nacht davor nicht geschlafen hatte, wegen der riesigen Verantwortung, die wir gegenüber diesem Großereignis hatten. Ab dem zweiten Tag war uns klar, dass wir es mit einem Prozess von wahrlich historischem Ausmaß zu tun hatten. Am Ende werden Höchststrafen verhängt. Falcone und Borsellino haben der Cosa Nostra den schwersten Schlag ihrer Geschichte versetzt. Das Gerichtsurteil vom Dezember 1987 enthielt eine sensationelle Feststellung, nämlich, dass die Mafia existiert, dass es sich um eine hierarchisch aufgebaute Organisation handelt, geleitet von einer Führungsspitze mit Kontakten zur Politik. Und dann 1992 passiert noch mehr. Die harten Urteile gegen die Cosa Nostra werden vom obersten Gerichtshof in Rom bestätigt. Und nicht, wie regelmäßig zuvor, wegen angeblicher Formfehler wieder aufgehoben. Es ist eine Sensation. Ein tiefer Einschnitt in der Nachkriegsgeschichte Italiens. Die Cosa Nostra reagiert prompt. Sie beginnt, Politiker und Bosse in ihren Reihen zu ermorden, die zuständig waren für die Kontakte zur Christdemokratischen Partei. Der Partei, die Italien seit Ende des Zweiten Weltkriegs fast im Alleingang regiert hatte und die nun zerfällt.
Falcone verstand sofort, was das bedeutete. Er schlug Alarm, aber niemand hörte auf ihn. Er sagte, der Vulkan ist ausgebrochen. Und in der Tat wurden er und Borsellino ja umgebracht. Innerhalb von nur einem Jahr gab die Mafia zu verstehen, dass sie immer noch die vollständige Kontrolle hatte über das Territorium und das Leben in der Region. 1993 taucht ein Sizilianer auf, der eine politische Bewegung namens Vorwärts Italien aus dem Boden stampft. Für Silvio Berlusconi, seinen Freund, einen Mailänder Unternehmer, der niemals genau sagt, woher sein Startkapital stammt. 1994 wird Berlusconi Ministerpräsident Italiens. Sitz der schwer bewachten nationalen Antimafia-Behörde in Rom. Zur Geschichte der Mafia in Italien gehört nicht nur die ihrer Bekämpfung. Es gibt auch die Geschichte einer verschwiegenen Zusammenarbeit, in der es Verhandlungen und einen Dialog der Staatsapparate mit der Mafia gab. Diese Geschichte verlief parallel zu der ihrer Bekämpfung. So als hätten wir in Italien einen doppelten Staat. Auf der einen Seite bekämpft er die Mafia, auf der anderen Seite lässt er sie neben sich bestehen. Mai 2009. Gedenken an die Ermordung von Falcone und Borsellino im Gerichtssaal des Maxi-Prozesses in Palermo. Schulklassen, die sich in der Anti-Mafia-Bewegung engagieren, Familienmitglieder von Mafia-Opfern, höchste Staatsvertreter sind anwesend. Viele hehre Worte. Und vieles bleibt verschwiegen. Auch nach den Blutbädern, in denen Falcone und Borsellino starben, wurden regelrecht Verhandlungen mit der Mafia geführt. Dieser Dialog wurde nie unterbrochen. So als wären die Massaker, die grausamsten Attentate, all die vielen Morde weniger ein subversiver Kampf der Mafia gegen den Staat, als vielmehr ihre Ermahnung an den Staat, sich an die geschlossenen Vereinbarungen zu halten. Ein paralleler Staatsapparat, der mit der Mafia Verträge schließt? Was ist mit dieser ungeheuerlichen Andeutung gemeint? Fahrt ins Innere Siziliens, in die legendäre Mafia-Hochburg Corleone. Hier ist die Mafia entstanden. Aus Gutsverwaltern, die von den Großgrundbesitzern mit allen Vollmachten ausgestattet waren. Steuereintreiber, bewaffnete Ordnungskraft und Richter in einer Person. Aus Corleone stammen die bekanntesten Mafia-Bosse der Nachkriegszeit. Luciano Liccio, Toto Riina, Bernardo Provenzano oder Vito Ciancimino, der es bis zum Bürgermeister von Palermo schaffte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war hier der Klinikarzt Michele Navara der uneingeschränkt herrschende Mafia-Boss, der eigenhändig selbst Kinder tötete, wenn sie zu viel gesehen hatten. Der aber nicht bereit war, der nachrückenden Generation nachzugeben. Die wollte vom ländlichen Corleone aus den Angriff auf die Mafia-Aristokratie in Palermo starten. Sie schaltete Navara aus und ging zum offenen Angriff über. Brutal, kaltblütig, mörderisch. Und löste Anfang der 80er Jahre in Palermo den blutigsten Mafia-Krieg aller Zeiten aus. Doch die Mafiosi aus Corleone wurden besiegt. Vom Staat und von geständigen Mafia-Bossen aus Palermo. Bewusst wurde danach in Corleone ein internationales Anti-Mafia-Dokumentationszentrum eingerichtet. Die Idee dazu stammt vom damaligen Bürgermeister von Corleone. Warum gibt es diese Einrichtung gerade hier? Zur Erinnerung daran, dass es in Corleone nicht nur die stärkste und grausamste Mafia der westlichen Welt gab. Hier ist auch ein erbitterter Kampf gegen die Mafia geführt worden. Von der frühen Gewerkschaftsbewegung der Bauern und Landarbeiter bis zu ihrem Widerstand nach den Mafia-Blutbädern. Das hier ist der konkrete Beweis. Die Akten des Maxi-Prozesses dokumentieren eine Niederlage der Mafia, nicht ihr Ende. Sie ist immer wieder auferstanden. Das hat eine lange Tradition. Ende des 19. Jahrhunderts organisierten sich die armen Landarbeiter und Kleinbauern Siziliens unter Führung der jungen Sozialistischen Partei Italiens. Das Zentrum der Bewegung war Corleone.
Die Parole lautete, das Land gehört dem, der es bearbeitet. Der Staat schlug die Bewegung brutal nieder. Damit waren die Mafiosi wieder in ihrer alten Rolle als Ordnungskräfte des Adels und der Großgrundbesitzer. Sie ermordeten 1915 den sozialistischen Bürgermeister von Corleone, Bernardino Vero, im Auftrag ihrer Herren. Gegen die Büste dieses Bürgermeisters und Mafia-Gegners im Park von Corleone hat es immer wieder Attacken gegeben. Von Schmierereien bis zum mehrfachen Verschwindenlassen der Skulptur. Ja, wir mussten sie mehrere Male neu aufstellen, nachdem sie oft das Ziel von Vandalismus wurde. Denn heute noch stören die Person und das Vermächtnis von Bernardino Vero die Mafia von Corleone, eine der ältesten Mafien aus der Zeit des Feudalismus. Die Auswanderungswellen aus Süditalien haben eine lange Geschichte. Hunderttausende emigrierten in die USA. Mit ihnen kamen auch Mafiosi mit ihrem Sinn für geheime Organisation und mit ihrem mörderischen Ehrbegriff. Sie unterwanderten die Selbsthilfeorganisationen für italienische Zuwanderer und wurden bald stärker als die kriminellen Banden der irischen und jüdischen Einwanderer. In der amerikanischen Innenpolitik gewannen die Mafiosi durch den Verkauf der Wählerstimmen ihrer Landsleute schnell an Einfluss. Die Mafia sucht immer die Nähe zur Macht. Und sie fuhr natürlich fort, ihren eigenen Leuten wie zuvor in ihrer Heimat Schutzgeld abzupressen. Die amerikanische Öffentlichkeit reagierte mit offener Ablehnung auf die zugewanderten Kriminellen, während man sich in Palermo noch in trügerischer Ruhe wähnte. Von Mafia keine Rede. Man verglich sich auf kultureller Ebene immer noch mit Paris und London, bis Anfang 1893. In diesem Jahr zielte die Mafia ganz nach oben. Der in Palermo aufgewachsene Schriftsteller und Journalist Gianmaro Costa beschäftigt sich mit der Geschichte von Emanuele Notarbartolo, Bürgermeister von Palermo und später Direktor der Bank von Sizilien. Am 1. Februar 1893 wird er in einem Zugabteil brutal von zwei Killern ermordet. Notarbartolo hatte aufgedeckt, dass Mafiosi und Mitglieder der Oberschicht die Bank von Sizilien ausplünderten. Er wiederum wollte mit Krediten Arbeitern und Kleinbauern den Kauf von Land ermöglichen. Zwei sehr handfeste Gründe, ihn aus dem Weg zu schaffen. Nach der Ermordung von Notarbartolo macht zum ersten Mal in ganz Italien das Wort Mafia die Runde. Gianmaro Costa hat im Nachlass seiner Familie einen Briefwechsel entdeckt. Eine junge Verwandte, die 1901 nach Mailand geheiratet hat, verfolgt dort den aufsehenerregenden Prozess gegen die Auftraggeber des Mordes an Notarbartolo. Ihre Tante in Palermo ist davon überzeugt, dass der Verdacht, Teile der Oberschicht Siziliens hätten etwas mit dieser obskuren Mafia und der Ermordung von Notarbartolo zu tun, eine böswillige Propaganda der Norditaliener sei. Sind wir im Süden alle Verbrecher? Rückständig und ungebildet, schreibt sie, weil wir am Glauben festhalten, den Anstand und Edelmut unserer Männer verteidigen? Was nimmt sich dieser gottlose Norden heraus? Mein Gott, schreibt die Nichte zurück, es geht doch allein um Gerechtigkeit. Der Tonfall in den Briefen wird schärfer. Der Nord-Süd-Konflikt geht quer durch die Familie. Der Auftraggeber des Mordes, ein sizilianischer Politiker mit Mafia-Verbindungen, wird 1904 freigesprochen. Ganz Sizilien feiert. 12. März 1909, Piazza Marina in Palermo. Ein Mann wird erschossen. Es ist der amerikanische Polizeileutnant Joe Petrosino, ein gebürtiger Süditaliener, der in New York der Cosa Nostra das Leben schwer gemacht hat. Er wollte sie auch in ihrem Mutterland Sizilien entlarven, glaubt Gianmaro Costa. Aber Petrosino unterschätzt die Macht der Mafia. Sie weiß, wo er sich inkognito in Palermo einquartiert hat und lockt ihn in eine tödliche Falle.
Nach der Ermordung von Emanuele Notarbartolo beendet der gewaltsame Tod von Petrosino jede weitere Diskussion über die Mafia. Man weiß jetzt, sie ist da, sie ist mächtig. Aber es ist besser, darüber zu schweigen. Daran ändert auch die pompöse Beerdigung des Polizisten mit 200.000 Trauergästen in New York nichts. Petrosino ist tot. Die Mafia aber lebt und wird immer mächtiger. Man muss sich wohl mit ihr irgendwie arrangieren. Diese Haltung dauert bis heute an. Wenn die Mafia durch Mord und Gewalttaten auffiel, wurde das unter der Rubrik Bandenkriminalität abgehakt. Man pflegte zu sagen, die bringen sich untereinander um. Man sah keine Gefahr für die Gesellschaft, denn es schien ja um kriminelle Auseinandersetzungen innerhalb der Mafia zu gehen. Kein Grund zur Sorge also. Was uns überhaupt nicht bewusst war, die Mafia verbreitete sich in der ganzen Stadt. Ihre Kultur schlug Wurzeln und verseuchte alle Bereiche. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs lautet in jedem Land die Parole: schließt die Reihen. Allerdings wendet sich am Ende des Krieges das Blatt. In Russland übernehmen die Bolschewiki die Macht, in Westeuropa entstehen kommunistische Parteien. Neue Hoffnung für die ausgebeuteten Massen Süditaliens. Auf Sizilien kommt es flächendeckend zu Streiks, Aufständen und Landbesetzungen. Die adeligen Großgrundbesitzer Siziliens haben bislang mit Zähnen und Klauen ihr mittelalterliches Feudalsystem verteidigt. Nun, zwischen 1918 und 1922, wissen sie, was die Stunde geschlagen hat. Gegen diese politisch organisierten, diszipliniert kämpfenden Massen hilft ihnen auch die Mafia nicht mehr. Aber dann beendet Benito Mussolini mit seiner Diktatur des Faschismus brutal jede soziale Bewegung. Allerdings hasst er Rückständigkeit, will mit der radikalen Modernisierung Süditaliens der Welt die Überlegenheit seines Systems beweisen. Bauernhöfe werden mechanisiert, Modellsiedlungen und Vorzeigeschulen entstehen. Die Macht der sizilianischen Feudalherren tastet Mussolini jedoch nicht an und mit der Mafia hat er überhaupt nicht gerechnet. Mussolini besucht zum ersten Mal als Diktator Sizilien. Er kam, wie bei solchen Staatsbesuchen üblich, mit großem Polizeischutz. Ein Mafiaboss soll ihm gesagt haben: Exzellenz, auf Sizilien hätten Sie keine Polizisten und Karabinieri gebraucht. Hier sorgen wir für Ihren Schutz. Das scheint Mussolinis Selbstverständnis verletzt zu haben. War er doch, und zu Recht, davon überzeugt, derjenige zu sein, der Italien kommandierte, deshalb auch keine andere Autorität neben sich dulden konnte. Kaum nach Rom zurückgekehrt, erklärte er der Mafia den Krieg. Er schickte den Polizeipräsidenten Cesare Mori mit unbegrenzten Vollmachten nach Sizilien. Überzeugt davon, die Mafia sei nur eine Form der Kriminalität, setzte Mori militärische Mittel ein. Aber nicht nur die. Mit Folter und massiven Repressionen gegen die Zivilbevölkerung versuchte Cesare Mori, die untergetauchten Mafiabosse in ihren Verstecken aufzuspüren. Aber die meisten von ihnen waren gewarnt worden und hatten sich rechtzeitig abgesetzt. Bald begriff Mori, dass der Mafioso nicht immer nur ein Feldhüter oder einfacher Handlanger war, sondern auch jemand sein konnte, der das Schwarzhemd trug, der Faschist war. Er verstärkte deshalb den Druck auf die faschistische Partei in Sizilien. Doch daraufhin wurde er nach Rom zurückgerufen und zum Senator ernannt. Das faschistische Regime erwähnte danach die Mafia nie wieder. Sie existierte während des Faschismus weiter wie bisher. Im Sommer 1943 wird Mussolini gestürzt. Die Ideologie des Faschismus zerfällt wie sein zusammengeraubtes Imperium. Die Mafien Süditaliens können aufatmen. Ihr goldenes Zeitalter bricht an. In den USA ist in der Zwischenzeit der amerikanische Zweig der Cosa Nostra ganz oben angekommen.
dank der Gewinne aus dem Alkoholschmuggel während der Prohibition und dem neuen Geschäft mit Drogen. Legendäre Bosse wie Al Capone haben demonstriert, wie man mit brutaler Gewalt Konkurrenten ausschaltet, Märkte kontrolliert, Politiker und Polizisten besticht. Einer überlebt mit großem Glück die Massaker interner Mafia-Kämpfe, deshalb sein Name Lucky Luciano. Er eliminiert noch brutaler als sein Vorbild Al Capone alle rivalisierenden Gangs, auch die noch landsmannschaftlich organisierten Gruppierungen aus Süditalien. Er verbündet sich mit Meyer Lansky, dem Boss der jüdischen Mafia. Mit Profis, egal welcher Herkunft, erobern sie die profitabelsten illegalen Geschäftszweige in den USA. Auch die bislang bei der sizilianischen Mafia verpönten, wie etwa die Prostitution. Mit der Unterwanderung, Korrumpierung und brutalen Niederschlagung der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung wird die Cosa Nostra zum Star der Börsianer an der Wall Street. Für die in der Weltwirtschaftskrise arbeitslos gewordenen Massen ist sie einer der wenigen noch liquiden Arbeitgeber. Dann wird sie von staatlichen Stellen angeheuert, um im Hafen von New York Sabotageakte zu stoppen. Schließlich kontaktiert der Geheimdienst der US-Flotte Lucky Luciano, inzwischen rechtskräftig zu jahrzehntelanger Haft verurteilt. Die Alliierten bereiten die Invasion Siziliens vor. Luciano soll den Kontakt zur Spitze der Mafia vorbereiten. Skrupel kennen die Militärs nicht. Sind die Mafiosi nicht von Mussolini verfolgt worden? Also im Grunde Antifaschisten. Und fanatische Antikommunisten? Die Alliierten brauchen nach der Invasion Süditaliens dort Ruhe und Ordnung. Keine sozialen Aufstände, um ihren Feldzug Richtung Norden fortsetzen zu können. Sie setzen auf Mafiabosse wie Don Carlo Vizzini. Die Invasion Siziliens beginnen die Alliierten im Juli 1943 mit heftigen Luftangriffen. Da nimmt eine der geheimsten Operationen kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Lauf. Unmittelbar nach der Landung bestellen US-Befehlshaber Abgesandte der Mafia auf die Kommandobrücken ihrer Kriegsschiffe. Jetzt schlägt die große Stunde der Mafia. An Land gibt es keinerlei Probleme, im Gegenteil. Unter den GIs sind viele Nachkommen sizilianischer Auswanderer. Die Verbrüderung zwischen Sizilianern und Amerikanern erfolgt rasch und wird lange anhalten, bis heute. Don Carlo Vizzini, der Boss der Bosse, wird schnell ausfindig gemacht. Der scheinbar ungehobelte Mann hat seine Finger in allen lukrativen Geschäften auf der Insel. Unter seinen Verwandten sind einige Priester. Sein Kontakt zum Kardinal ist direkt und damit auch zum Vatikan. Für die einfache Landbevölkerung ist Don Carlo schon deshalb fast ein Heiliger. Als ihn die Amerikaner sofort in ihr Hauptquartier bringen, steigt er in ihren Augen zum Halbgott auf. Wir dürfen nicht vergessen, dass an der Landung der Alliierten auf Sizilien enorm viele Mafiosi beteiligt waren. Ihnen wurden auch politische Ämter übertragen. Sie wurden in einigen Dörfern zu Bürgermeistern ernannt und dadurch in gewisser Weise legitimiert. Mr. Don Carlo Vizzini, dem militärischen Oberkommando ist es eine Freude, Sie zum Bürgermeister von Villalba zu ernennen. Im Oktober 1943 wird Neapel erobert und zum zentralen Depot des militärischen Nachschubs für die alliierten Streitkräfte und für die Hilfsgüter aus den USA. Millionen Tonnen Kohle, Mehl, Mais und Konserven, militärisches Material, aber auch unfassbare Mengen Alkohol und Zigaretten ergießen sich aus den Bäuchen der US-Frachter in die kriegszerstörte, ausgehungerte Stadt. Militärgouverneur im besetzten Süditalien wird der Anwalt Charles Poletti, dessen Vorfahren aus Süditalien stammen. Wie andere hohe Militärs verdient er mit beim illegalen Verkauf amerikanischer Zigaretten auf dem Schwarzmarkt.
Die Amerikaner hatten viel mehr Waren, als sie konsumierten. Zigaretten, Nahrungsmittel. Neapel aber hatte gerade den Krieg erlebt. Die Neapolitaner waren sehr arm und mittellos. Die Amerikaner verkauften ihren Überschuss auf dem Schwarzmarkt an die Schmuggler. Die Schmuggelware kam also direkt von den Amerikanern. Zeit für erstaunliche Karrieren. Vito Genovese, in den USA wegen Mordes gesucht, dealt in großem Maßstab amerikanische Zigaretten und hat beste Beziehungen zu Charles Poletti. Noch ein großes Mafia-Kaliber aus den USA lässt sich als hochgeachteter Geschäftsmann in Neapel nieder. Lucky Luciano. Er wird die Mafia Süditaliens nach amerikanischem Muster modernisieren. Dass Neapel die Hauptstadt des Schwarzhandels wurde, hat verschiedene Gründe. Einer davon, hier wurde der Schmuggel toleriert. Die geschmuggelten Zigaretten wurden sogar vor dem Polizeipräsidium verkauft. Schmuggel schien etwas zu sein, das niemandem schadete. Als man einmal durchgreifen wollte und die Motorboote beschlagnahmte, mit denen der Schmuggel organisiert wurde, kam es auf Neapels Plätzen zu Streiks und Protesten. In Neapel boomt die Mafia wirtschaftlich. Auf Sizilien will sie in die Politik. Unmittelbar nach dem Krieg gelingt es der kommunistischen und der sozialistischen Partei, immer breitere Volksmassen für die längst überfällige Landreform zu mobilisieren. Sie fordern zudem die Abschaffung der Monarchie und eine republikanische Staatsform. Die meisten Barone und Großgrundbesitzer fürchten, es könne am Ende sogar eine sozialistische Volksrepublik werden. Wieder wird die Mafia gegen linke Politiker und Gewerkschafter in Marsch gesetzt. Aber mit offener Gewalt lässt sich der Ruf nach Reformen nicht mehr unterdrücken. Die Situation spitzt sich zu, als die linken Parteien die ersten freien Regionalwahlen auf Sizilien gewinnen. Am 1. Mai 1947 soll der Sieg auf dem Hochplateau Portella della Ginestra im Hinterland von Palermo mit einem Volksfest gefeiert werden. Die Feudalherren Siziliens verfallen in ihrer Verzweiflung auf die Idee, die Insel aus dem italienischen Nationalstaat zu lösen. Sie fordern die amerikanische Regierung auf, Sizilien als 49. Bundesstaat der Vereinigten Staaten zu deklarieren. Vorher aber muss der Vormarsch der Linken gestoppt werden. Mit allen Mitteln. Ein Fall für die Mafia. Sie nimmt Kontakt auf mit Salvatore Giuliano, dem jungen, charismatischen Chef einer der damals sehr aktiven Banditengruppen. Der Plan? Man will den linken Parteien und ihren Wählern auf Sizilien eine blutige Lektion erteilen, damit ihre Führer kompromissbereiter werden und die Bevölkerung aus Angst ihren Parolen nicht mehr folgt. Es wurde nie geklärt, ob Salvatore Giuliano und seine Männer am 1. Mai 1947 auf ihre eigenen Landsleute, auf Frauen und Kinder geschossen haben. Es ist bis heute ein Staatsgeheimnis in Italien. Sicher ist, 11 Menschen wurden erschossen, darunter 4 Kinder. Über 30 wurden schwer verletzt. Salvatore Giuliano und sein engster Vertrauter wurden nach dem Massaker selbst liquidiert. Alle Spuren, die zur Mafia, zu Auftraggebern oder Mitwissern führen könnten, wurden verwischt. Überlebende des Attentats fragen bis heute vergeblich, weshalb die Republik Italien so beharrlich die Aufdeckung der Hintergründe dieses Verbrechens verweigert. La mamma l'hanno colpito subito. Mutter wurde sofort getroffen. Sie hat nichts gesagt, kein A, nichts. So hat sie ihre Hand hochgehoben. Ich drehte mich nach ihr um. Aus ihrer Nase und aus ihrem Mund floss Blut. Ich sagte, Mama, wieso blutest du? Sie öffnete kurz die Augen, so, sagte aber kein Wort. Solange wir konnten, hielten wir sie in unseren Armen. Als wir sie nicht mehr halten konnten, legten wir sie auf die Erde. Wir waren alle blutverschmiert. Kurz darauf fingen sie wieder an, auf uns zu schießen. Als wir dann nach Hause gingen, kam uns mein Bruder entgegen. Er rief, Papa, sie haben unser Pferd erschossen. Und wir,
alle schreiend und weinend sagten ihm, schlimmer ist, dass sie Mama getötet haben. Er hat die Hand so bewegt und kein Wort gesagt, keine Träne, nichts. Wir von der Linken wurden von vornherein als Verbrecher angesehen. Sie haben hier auf uns geschossen, auf normale, anständige Menschen, weil wir für sie Verbrecher waren. Woher kommt so etwas? Bevor ich sterbe, möchte ich das wissen, die Wahrheit über Portella della Ginestra. Auch nach dem Massaker gingen die Attentate weiter. Gegen Büros der Linksparteien und ihrer Gewerkschaften. Dutzende ihrer Funktionäre wurden ermordet oder verschwanden spurlos. Mafia-Bosse wie Genco Russo machten Karriere in der Politik. Don Carlo Vizzini wurde von Kardinälen wie ein Staatsoberhaupt behandelt. Damals bildete sich eine neue Machtstruktur der Mafia heraus. Sie unterstützte den sizilianischen Separatismus, rückte aber 1948 nach einem Abkommen mit der neuen christdemokratischen Partei davon ab, weil sie nun voll anerkannt in den italienischen Staat integriert wurde, mit festen Verbindungen zu den Machtgruppen der neuen italienischen Republik. Mitbürger, stimmt für die Nummer 8 der Liste der Christdemokraten. Stimmt für Genco Russo. 20 Jahre später, 1968, stehen die Zeichen wieder auf Sturm. Das Machtsystem der Christdemokraten gerät unter Druck. Ein Militärputsch wird erwogen. Grund? Zu Tausenden hat man junge Arbeiter aus Süditalien nach Norditalien geholt und sie dort in den Großindustrien extrem ausgebeutet. Ihr massenhafter Aufstand wird von linken Studenten unterstützt. Im Süden richtet sich der Protest gegen die Ausplünderung und Verelendung im Mafialand Kalabrien. Der kalabrischen 'Ndrangheta gelingt es zwar, auf ihrem Territorium den Aufstand in ihrem Interesse zu kanalisieren. Aber zwischen 1968 und 1970 steht im NATO-Land Italien das Machtgeflecht aus christdemokratischer Partei, Mafia und katholischer Kirche vor der Zerreißprobe. Insgeheim bereiten diese Gruppen, unterstützt von amerikanischen Geheimdiensten, in einer Freimaurerloge aber schon den Wechsel von der Demokratie in ein autoritäres Staatssystem vor. Mit einem allmächtigen Präsidenten an der Spitze. Ziel? Ausschaltung der kommunistischen Partei und aller linken Gruppierungen, Entmachtung der Gewerkschaften, Kontrolle über Presse, Radio und Fernsehen. Alle Fäden in dieser Geheimloge P2 laufen bei Licio Gelli zusammen. Er hat Verbindungen zum Präsidenten der USA und zu Mafiabossen. Auf dem Höhepunkt seiner verborgenen Macht kommandiert Gelli die italienischen Geheimdienste, Teile der Carabinieri und der Streitkräfte. Unter den Mitgliedern der Geheimloge taucht bereits damals der Name eines gewissen Silvio Berlusconi auf, Unternehmer aus Mailand. Sie war eine völlig unterwanderte Freimaurerloge, in der viele Vertreter der staatlichen Institutionen, vor allem der Geheimdienste, aktiv waren. Aber auch Vertreter des Justizapparats, der Polizei. Und schließlich gab es in ihr auch Persönlichkeiten von zweifelhaftem Ruf, die sich im Dunstkreis von Mafiafamilien bewegten. Sie alle eint die Angst vor dem Kommunismus. Man muss sich die strategische Position Italiens während des Kalten Krieges bewusst machen. Das Land lag an der Grenze zwischen West- und Ostblock. Es hatte die stärkste kommunistische Partei Westeuropas. Für den Westen war das eine Gefahr, denn der Übergang Italiens zu einem sozialistischen Regierungssystem hätte der NATO große Schwierigkeiten bereitet, das geopolitische Gleichgewicht gestört. Damals hatten die Mafien eine bestimmte Rolle. Man brauchte sie, um das Kräftegleichgewicht in der Welt zu bewahren. Sie hatten eine klare antikommunistische Funktion, vor allem im Süden Italiens. Und nun werden sie für eine ungeheuerliche Geheimstrategie eingesetzt.
Mit Bombenattentaten auf Bahnhöfe, Züge, große Menschenansammlungen beginnt Ende 1969 die Strategie der Spannung, inszeniert von italienischen und amerikanischen Geheimdiensten, unterstützt von neofaschistischen Gruppierungen und eben der Mafia. Dieser Bombenterror, den man offiziell den italienischen Linken in die Schuhe schiebt, soll die Bevölkerung dazu bringen, nach einem starken Mann an der Staatsspitze zu rufen. Die Kirche schweigt auch damals, so wie sie über 150 Jahre lang zur Mafia geschwiegen, deren Existenz bestritten, sie gar als eine Erfindung der Kommunisten bezeichnet hat. Nur der Kardinal von Palermo, Salvatore Pappalardo, erhebt seine Stimme gegen die Verflechtung von Kirche, christdemokratischer Partei und Mafia. Einer, der mit all dem nichts zu tun gehabt haben will, ist Giulio Andreotti, der siebenmalige Ministerpräsident Italiens, ein Christdemokrat der ersten Stunde und Zögling des Vatikans, lässt indirekt durchblicken, weshalb seit 1945 die Kirche und die christdemokratische Partei sich mit allen antikommunistischen Gruppen verbündet haben, damit auch mit der Mafia. Wir in den katholischen Organisationen wussten ja von den religiösen Verfolgungen in den Ländern, in denen die Sowjets die Macht übernommen hatten. Deshalb führten wir eine Art präventiven Krieg, denn in Italien sollte sich nicht wiederholen, was andernorts passiert war. So erklärt sich auch das direkte Engagement der Kirche bei den Parlamentswahlen 1948 über die katholischen Bürgerkomitees. Die haben sich zwar nicht direkt in die Politik eingemischt, sondern, lassen Sie es mich mit einem Vergleich sagen, ebenso wie die Kleinbauern sich gegen die Verstaatlichung ihres Grund und Bodens verteidigt haben, genauso haben diese Seelsorger ihre Freiheit und ihre Existenz verteidigt. Kardinal Pappalardo äußerte 1988, die Verflechtung der Kirche und der Christdemokraten mit der Mafia widerspreche allen rechtsstaatlichen Regeln und fundamental auch denen des Christentums. Die Kirche müsse die Mafiosi exkommunizieren. Die Bevölkerung sieht das anders. In einem Viertel am Stadtrand von Neapel wehren sich Frauen gegen die Verhaftung ihrer Männer, die Camorra-Mitglieder sind. Fuori, raus hier, schreien sie den Beamten, den Vertretern des Rechtsstaates zu. Der Staat ist ihr Feindbild. Ob in Neapel, in Kalabrien oder im benachbarten Sizilien. Nur zwei große Organisationen haben in Süditalien eine Massenbasis. Die Mafia und die katholische Kirche. Und dort wachsen Generationen nach, die zunehmend nur im profitablen Drogengeschäft ihrer Familien und Clans eine Perspektive sehen. Mit allen Risiken. Untertauchen, Verhaftung oder auch gewaltsamer Tod mit noch nicht einmal 18 Jahren. Genau wie in Duisburg, wo im August 2007 junge Italiener einem Anschlag der 'Ndrangheta zum Opfer fielen. Die kalabrische 'Ndrangheta ist lange Zeit gar nicht wahrgenommen, dann kolossal unterschätzt worden. Heute ist sie die stärkste und gefährlichste Mafia. Die kalabrische Mafia hatte früher nicht die ökonomischen Mittel, um in das Drogengeschäft einzusteigen. Sie war die Mafia einer relativ armen und rückständigen Region. Sie musste sich erst das Startkapital für den Einstieg in den Drogenhandel beschaffen. Und sie beschaffte es sich, indem sie wie am Fließband Menschen entführte. Das machte sie über 10 Jahre lang. Hunderte von Personen wurden entführt. So gelang es, das notwendige Kapital anzuhäufen, um in das große internationale Drogengeschäft einzusteigen. Trotz des gigantischen Einsatzes von Polizei und Militär wird fast keines der entführten Opfer im unwegsamen Innern Kalabriens gefunden. Das erpresste Kapital investiert die 'Ndrangheta zunächst in Bauunternehmen, um am Milliardenprojekt der Autobahn Salerno-Reggio Calabria mitzuverdienen. Im Katholizismus ist die 'Ndrangheta so tief verankert, dass sie ihre jährlichen Clantreffen an einem Marienwallfahrtsort im Aspromonte abhält. Dass sich die 'Ndrangheta weltweit verbreitet, liegt nicht nur an dem hohen Auswanderungsdruck.
Es ist auch eine bewusste Entscheidung ihrer Clans. Die Ndrangheta ist nicht hier in Africo, in San Luca oder in Platì geblieben. Teile des Clans haben Filialen in den Regionen in Norditalien oder im Ausland eröffnet. Die Ndrangheta ist die einzige Mafia-Organisation Italiens, die zwei, oft auch drei Stützpunkte hat. Africo, das Herz, das Hirn der Organisation, bleibt hier. Doch der andere Teil von Africo ist in Mailand oder im Ausland, wo sie enorme Mengen an Drogen verschieben. Wir müssen Africo aus einer nationalen und internationalen Perspektive betrachten. Nur so verstehen wir, wozu die Ndrangheta in der Lage ist. Wird das immer so bleiben? In Italien wächst zwar der Widerstand gegen dieses System, viel ausgerichtet hat er noch nicht. Hier steht, die Mafia besudelt Sizilien. Sagt man. Das steht auf den Plakaten. Ich habe nicht gelesen, was auf den Plakaten steht. Ich sag Ihnen doch, was draufsteht. Ist das wahr oder nicht? Nein, nein. Wäre Ihr Leben ohne diese starke Präsenz der Mafia besser oder schlechter? Ich glaube, es wäre schlechter. Das sind doch alles liebenswürdige, feine und fromme Leute. Bei bis zu 70% Arbeitslosigkeit können Hunderttausende ihr Überleben nur mit Einkünften aus dem Drogenhandel und aus anderen illegalen Geschäften sichern. Öffentliche Gelder werden von einer verschworenen Clique abgezweigt. Die sichtbaren Folgen: Giftabfälle landen auf illegalen Deponien oder im Meer, Spekulationsobjekte zerfallen, die Küsten verdrecken, einzigartige Naturreservate, die schon in der Antike besungen wurden, werden durch Betonmassen unwiderruflich zerstört. Wenn jeder Versuch, eine unabhängige Existenz aufzubauen, ohne Unterwerfung unter das kriminelle Machtsystem, von diesem mit Mord und Brandstiftung beantwortet wird, dann zerfällt und erstarrt jede gesellschaftliche Entwicklung. Ein Beispiel: Eine Luxusklinik als Geldwaschanlage. Sie wurde von Strohmännern mit Mafiageld gebaut, inzwischen durch richterlichen Beschluss beschlagnahmt. Geschäftsziel: schwerreiche Patienten anlocken, aber auch staatliche Zuschüsse für teure Spezialbehandlungen abzocken. Durch Korruption und Vetternwirtschaft wuchert gleichzeitig im öffentlichen Gesundheitswesen ein aufgeblasener, inkompetenter Verwaltungsapparat. Dagegen fehlt qualifiziertes Ärzte- und Pflegepersonal. Die Folge: ganze Krankenhausabteilungen müssen geschlossen werden. Teure Diagnosegeräte verstauben. Die Bevölkerung Süditaliens ist krank geworden an diesem System. In der nationalen Antimafia-Behörde gibt man sich keiner Illusion hin. Leider sind die Mafien keine Randerscheinung wie alle anderen kriminellen Phänomene im Rest Europas, sondern sie sind inzwischen ein struktureller Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich würde sogar sagen, ein unentbehrlicher Bestandteil dieser Struktur. Das heißt, die Mafien sind für alle staatlichen und politischen Maßnahmen, die Süditalien betreffen, ein unumgänglicher, unentbehrlicher Ansprechpartner. Es sind wenige Menschen, die in Italien so offen über die Mafien sprechen, die nicht verstummen, selbst wenn sie direkt deren mörderischem Terror ausgesetzt sind. Die Mehrheit schaut weg in Italien und in ganz Europa. Was einige wenige sagen, bleibt ungehört. Dabei haben sie das Phänomen Mafia entschlüsselt, mit dem Irrglauben aufgeräumt, es gehe nur um organisierte Kriminalität. Der Mafia-Staat ist Realität. Eine gesellschaftliche Deformation, tendenziell so gefährlich wie jedes totalitäre System. Aber er versteckt, er tarnt sich.
versucht, die vielen tausend Opfer vergessen zu machen. Die Menschen, die wir getroffen haben, widerlegen die Behauptung, die Mafia sei lediglich ein Überbleibsel rückständiger Regionen Süditaliens, Teil einer überholten Folklore. Dieser Film ist ihnen gewidmet und den Millionen Menschen, die den Mafien ausgeliefert sind. Es könne noch viel mehr werden, nicht nur in Süditalien.